Also ich heiße Raphael Bonelli und ich bin Psychiater in Wien und ich arbeite eigentlich täglich mit Ehepaaren, die irgendein Thema haben, weswegen sie zu mir kommen, und ich finde Paartherapien eigentlich sehr, sehr spannend, weil die Wahrheit immer schon präsent ist. Und das Faszinierende ist nämlich, dass die Frau meistens sehr genau weiß, was er besser machen sollte, und der Mann weiß sehr genau, was sie besser machen sollte. Und deswegen ist es für den Therapeuten sehr einfach. Also man kann sich zurücklehnen und man weiß dann relativ bald, wohin der Hase läuft, und muss es dann nur übersetzen. Also Übersetzungstätigkeit zwischen Mann und Frau ist eines meiner wichtigen Eigenschaften, die ich habe. Und deswegen rede ich auch sehr gerne über Mann und Frau, und das ist das heutige Thema. Wie gelingt die Beziehung zwischen Mann und Frau am besten, ist natürlich, wenn man sich zuerst einmal selbst optimiert. Arbeiten am eigenen Charakter. Ja, das wäre für mich jetzt der Teil 1, arbeiten am eigenen Charakter. Ja, der Teil 2 ist dann, wie Mann und Frau miteinander kommunizieren. Aber zuerst einmal arbeiten am eigenen Charakter. Wie funktioniert der Mensch, wie tickt der Mensch und was braucht der Mensch, damit er wirklich zu einem beziehungsfähigen Wesen wird. Ja? Weil wir sind nicht automatisch beziehungsfähig. Es gibt Menschen, die schaffen es nicht, beziehungsfähig zu sein. Also ich habe Patienten bei mir, die alle 3, 4 oder sogar manchmal eine Woche den Partner wechseln. Also ich habe auch Patienten, die von einem One-Night-Stand zum anderen hüpfen. Das macht natürlich nicht glücklich. Das wissen sie auch. Und die schärfste Form ist natürlich, dass man sich überhaupt nicht mehr personale Sexualität holt, sondern irgendwo pornografisch vergnügt oder eben nicht vergnügt, sondern befriedigt. Aber deswegen ist die Frage, wie unterscheidet sich das alles? Wie kann sich der Mensch so richtig entwickeln, dass er fähig wird zu einem beziehungsfähigen Menschen? Und das Modell, wo ich versuche, die gesamte Neurowissenschaft des 21. Jahrhunderts zusammenzufassen, ist ein Modell, das sehr, sehr einfach klingt, aber das aus meiner Sicht sehr befriedigend die Dynamik innerhalb des Menschen zusammenfasst. Und zwar der Mensch, das ist kein Schneemann, das ist ein Mensch. Ja. Und dieser Schneemann besteht eben aus dem Bauch, ja, aus dem Kopf und aus dem Herzen. Ja, diese drei Ebenen hat der Mensch. Natürlich sind alle drei in erster Linie im Gehirn verortet. Ja, das sind nur Metaphern. Aber diese Metaphern helfen den Menschen sehr, ihre eigene Emotionalität und ihre Kognition zusammenzufassen, weil sie spüren tatsächlich sehr viel innerhalb des Bauchgefühls. Das, was wir oder was ich gerne Bauchgefühl nenne, ist die Emotionalität. Das ist das, was Sigmund Freud das Es genannt hat. Ja, und dieses Es ist ein ganz wichtiger Punkt, weil viele Menschen verstehen sich selbst oder erklären sich selbst ausschließlich über diese Dimension. Ja? Also manche Paare kommen zu mir nach ein paar Jahren Zusammenleben und sagen, wir müssen uns trennen, weil ich spüre nichts mehr. Ja? Und meine therapeutische Antwort ist dann, na und? Ja? Weil das Gefühl eben nicht ausschlaggebend ist für unser Leben. Weil das Gefühl mal so und mal so ist. Ja? Gefühle sind nicht die Person. Also wir sind mehr als unsere Gefühle. Wir haben Gefühle, aber wir sind nicht das Gefühl. Und das Prinzip des Gefühlslebens ist eben nicht, dass das der tiefste Grund des Menschen ist, sondern, also nicht frei nach Sigmund Freud, sondern wortwörtlich nach Sigmund Freud, ist das Bauchgefühl, hat das Prinzip Lustmaximierung und Unlustvermeidung. Also ich verehre Freud und ich finde viel toll von ihm, ich finde auch einiges falsch, aber das ist wohl das Genialste, was er je formuliert hat. Lustmaximierung und Unlustvermeidung. Besser kann man das gar nicht zusammenfassen. So ist das Bauchgefühl des Menschen. Der Mensch wird übrigens als reiner Bauch geboren, sagt er, als reines Es.
Kann ich bestätigen, habe ich schon dreimal beobachtet, demnächst ein viertes Mal, Lustmaximierung und Unlustvermeidung. Ich möchte schlafen, ich möchte eine trockene Windel, ich möchte essen und sonst lasst mich in Ruhe. Ne? Lustmaximierung und Unlustvermeidung. Das Prinzip, ja, das ist das Prinzip des Kindes und dann entwickelt sich langsam der Kopf, die Vernunft. Ja, und das ist eben der große Unterschied zum Tier. Das Tier hat so etwas wie Vernunft in der Form nicht. Natürlich kann es auch manchmal sich Dinge zu Hilfe nehmen, wie zum Beispiel Affen können manchmal einen Stock nehmen, um an Obst heranzukommen, aber das ist nicht vergleichbar mit der menschlichen Vernunft. Und die Vernunft überlegt in der Dimension der Nützlichkeit, ja, und der Logik. Ja, ist es nützlich und ist es logisch? Ja. Und ich bin kein großer Verfechter der menschlichen Vernunft. Ja, die menschliche Vernunft ist sehr labil. Schauen Sie sich einfach eine Fernsehdiskussion an zwischen verschiedenen Menschen und Sie werden merken, meistens gehen die Menschen mit einer festen Meinung hinein und gehen mit derselben Meinung wieder hinaus bei diesen Fernsehdiskussionen. Finde ich immer wieder faszinierend. Keiner überzeugt den jeweils anderen, weil es geht um ganz andere Dinge. Auch in einem Kaffeehaus-Diskussion geht es eigentlich gar nicht darum, was ist die Wahrheit, sondern eher, wer gewinnt. Ja. Weil die Vernunft sehr abhängig ist von dieser Dimension des Menschen, nämlich dem Herz. Das Herz ist die Entscheidungsmitte des Menschen. Das Herz unterscheidet zwischen Gut und Böse. Das ist jetzt natürlich ein heikler Punkt, weil wie kann die Psychologie und die Wissenschaft etwas über Gut und Böse sagen, können wir im Grunde ja eh nicht. Aber wir können sagen, das ist das, was der Mensch selbst als Gut und Böse empfindet. Und der Parameter, den wir haben, ist nämlich, was empfindet der Mensch selber als gut in dem, wie möchte er behandelt werden. Und normale Menschen sagen dann, so wie ich behandelt werden will, so möchte ich auch handeln. Das nennt man goldene Regel. Ja. Diese goldene Regel gilt nicht für alle Menschen, weil der Narzisst zum Beispiel sagt, nein, man muss mich besser behandeln, als ich Leute behandle, weil ich bin nämlich super und die anderen nicht so super. Ja. Das ist Narzissmus, das ist wieder ein anderes Problem, ja. Aber im Prinzip ist das schon so, jemand möchte gut behandelt werden oder jemand möchte böse behandelt werden. Und wenn ich jetzt aus meinen fast 30 Jahren Psychotherapie zusammenfasse, was die Menschen innerlich als gut empfinden, würde ich sagen, das sind ungefähr die 10 Gebote. Interessanterweise, ja. Also dieses alte jüdische Gesetz, das eben schon, glaube ich, 2500 Jahre alt ist, das ist im Menschen drinnen. Ja. Und Immanuel Kant sagt zum Beispiel, also das, was ihn wirklich in Staunen und Ehrfurcht versetzt, ist eben der gestirnte Himmel über ihm und das innere Gesetz in uns. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön. Ja. Also das, und das macht den Menschen aus. Und aus dem heraus kommen die Handlungen. Ja. Nicht aus dem Bauchgefühl kommen die Handlungen, sondern aus dem Herzen. Wir handeln aus dem Herzen heraus. Und das ist jetzt ein ganz wesentlicher Punkt. Unsere Handlungen prägen uns. Das heißt, wenn wir ein Prinzip haben, wenn wir etwas für gut befinden, aber wir ständig etwas anders machen, dann verändern wir uns, ja, dann werden wir andere Menschen. Aber wir können eben auch uns verbessern oder verschlechtern, je nachdem, also im Sinn des Gut und Böse, je nachdem, wie wir handeln. Ja, das ist ein faszinierender, machen wir es nachher, ja? Das ist ein faszinierender Parameter, und hier ist der Mensch auch frei. Ja? Hier ist der Mensch nicht frei. Ich kann mir im Grunde nicht aussuchen, welches Eis mir schmeckt. Ja, mir schmeckt Erdbeereis und Vanilleeis nicht,
zum Beispiel, ich kann es mir nicht aussuchen, ja? Aber ich kann mir aussuchen, welches Eis ich esse. Das ist sehr banal, ja? Aber ich meine, ich kann mir auch nicht aussuchen, in wen ich mich verliebe. Aber ich kann darüber nachdenken, ist es vernünftig? Und ich kann dann zum Entschluss kommen, es ist gut oder nicht gut. Und ich kann mich dann entsprechend verhalten. Ja? Der Mensch ist auf dieser Ebene nicht fähig zur Treue, zur ehelichen Treue. Und das ist ja ein Grund, warum wir hier sind. Die meisten Ehen stehen und fallen mit der Treue. Und meine Beobachtung ist, dass das Überschätzen des eigenen Bauchgefühls eines der größten Gründe sind, warum Ehen scheitern. Ja, weil man ein Gefühl hat, zum Beispiel auch ein Gefühl der Antipathie gegen den Partner. Oder man sagt, mein Gott, du Versager, hätte ich doch den anderen geheiratet, dann könnte ich jetzt ein Golf Cabrio fahren oder was auch immer. Oder Porsche, irgendwas, ja. Also Bauchgefühl, Lustmaximierung, Unlustvermeidung, ja. Das Wesentliche an diesem Prinzip ist, dass das Bauchgefühl kurzfristig ist und in sich selbst unschlüssig. Ja, unsere Bauchgefühle widersprechen sich selbst oder einander. Ja, wir haben nicht nur ein Bauchgefühl, sondern viele Bauchgefühle. Ja, einerseits hat man zum Beispiel Lust, irgendetwas zu tun und gleichzeitig hat man auch Angst, dass man dabei ertappt wird, zum Beispiel bei der Lust. Ja. Also man hat Lust und Unlust gleichzeitig. Was für mich immer noch das schönste Beispiel war, war eine Patientin, die zu mir gekommen ist und gesagt hat, ich möchte jetzt wirklich eine Bikini-Figur für den Sommer, damit ich einen Mann finde. Und dann sagte sie einen sehr schönen Satz, aber ich brauche jeden Tag eine Tafel Schokolade am Abend. Und das klingt banal, aber es zeigt so faszinierend, wie das Bauchgefühl gestrickt ist. Das Bauchgefühl kann seine Probleme nicht selbst lösen. Und wenn man das gut verstanden hat, dann kann sich der Mensch wirklich optimieren, indem er das Herz stärkt und den Bauch gut durchschaut. Es geht nicht darum, den Bauch durchzustreichen und alles weg, meine Gefühle, die interessieren mich nicht. Es gibt auch Menschen, die eben so sind, dass sie sagen, ich will meine Gefühle gar nicht wissen. Das wäre gefährlich, das ist die Verdrängung, weil die verdrängten Anteile kommen dann meistens unbewusst heraus. Wie zum Beispiel, ich schaue nur schnell auf die Zeit, ich habe noch Zeit, wie eben zum Beispiel ein Ehepaar, wo sich er rührend um das, glaube ich, 22-jährige Au-pair-Mädchen kümmert, ja, während die Frau mit dem Kind ins Bett geht und er schaut sich jeden Tag mit dem armen, einsamen Au-pair-Mädchen einen Film an. Ja. Und sie sagt, du, das stört mich irgendwer. Und er sagt, nein, das ist Nächstenliebe, das muss ich machen. Ja. Aber in Wirklichkeit ist es eben nicht Nächstenliebe, sondern er hat eine ganz andere Dimension, die ihm nicht zugänglich ist. Es ist besser zu sagen, das Bauchgefühl meldet mir, Au-pair-Mädchen, sau fesch. Ja. Könnte man sagen, sau fesch bedeutet, ui, gefährlich, besser nicht täglich einen Film mit dir anschauen. Keine gute Idee. Ja. Außerdem wird es vielleicht meine Frau nicht freuen und so weiter. Man kann richtig gehend drüber nachdenken. Man kann aber nur über Gefühle nachdenken, die einem bewusst sind. Und viele Menschen wollen gar nicht viel wahrhaben. Ja, sie wollen viele Gefühle gar nicht wahrhaben. Und sie wollen auch viele Gedanken gar nicht denken. Das nenne ich Denkverbot. Ja. Und deswegen halte ich nicht so viel von der menschlichen Vernunft, weil die menschliche ja, das sage ich ganz offen, weil die menschliche Vernunft extrem abhängig ist vom menschlichen Willen. Ja, ohne den Willen, die Wahrheit zu erkennen, erkennt man ganz sicher nichts, sondern findet nur Argumente, warum die Wahrheit nicht die Wahrheit ist. Also es hängt wirklich davon ab, dass man das Herz eben aufmacht. Das Herz ist sozusagen die zentrale Schaltstelle.
dann funktioniert schon die Vernunft ja halbwegs, ja, ungefähr. Auch nicht übertrieben, aber halbwegs. Ne? Okay, so, und jetzt haben wir noch, was stärkt das Herz? Das Herz, haben wir gesagt, ist der Sitz der Freiheit. Haben wir noch eine Farbe? Brauche ich nicht. Freiheit. Es gibt einen Neurowissenschaftler, den ich sehr verehre, der heißt Robert Cloninger in den USA. Er wurde vor kurzem ausgezeichnet für seine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und er hat unterschieden zwischen dem unfreien und dem freien Mensch. Das, was unfrei ist, das nennt er Temperament. So werden wir geboren. Ja? Also er sagt, er verwendet das Temperament anders als in unserem klassischen Sinn, aber das ist jetzt egal. Also das, wo wir unfrei sind, ist eben frei und unfrei. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt für das Verständnis, wie der Mensch funktioniert. Er sagt, unfrei sind wir eben genetisch. Ja? Und er nennt das Temperament. Wir werden geboren als Choleriker und werden ins Grab gehen als Choleriker. Ja? Aber das, was wir daraus machen, das ist der Charakter. Und der Charakter ist das, was der Mensch aus sich selber macht. Das so sagt er, was der Mensch aus sich selber macht. Er zitiert dabei Immanuel Kant und das ist sehr schön. Und er hat vier Dimensionen des Temperamentes definiert, ist jetzt nicht so wichtig. Mir geht es um den Charakter. Was macht den Charakter aus? Also was macht den Menschen frei? Frei von seinen Bauchgefühlen und das sind drei Dinge. Erstens einmal eine innere Ordnung. Ja, zweitens eine Kooperationsfähigkeit und drittens Selbsttranszendenz. Und also ich kann nicht genug begeistert nachdenken über diesen Dreischritt. Ja, das ist nicht etwas, was er philosophisch erkannt hat, sondern was eine Folge seiner wissenschaftlich-empirischen Studien sind. Menschen sind frei und können frei agieren gegen ihre Triebhaftigkeit, gegen ihre Impulse, wenn sie diese drei Dimensionen in sich stärken. Was ist die innere Freiheit? Die innere Ordnung. Was ist die innere Ordnung? Die innere Ordnung bedeutet, dass ich mir in einer Herzensfreiheit überlege, was ist wichtig und was ist weniger wichtig. Ist es, wie wichtig ist es, mit dem Au-pair-Mädchen Filme anzuschauen? Ganz weit unten. Ja? Wie wichtig ist es mir, dass ich mit meiner Mutter gut zurechtkomme? Ziemlich wichtig. Ja? Ist die Mutter wichtiger als die Ehefrau? Ja? Das ist ein großes Dilemma für viele Menschen. Ja? Für viele Männer. Ja? Ja, es gibt auch ein weibliches Dilemma, das heißt, wer ist wichtiger, mein Mann oder mein Sohn? Das wäre das sozusagen das weibliche Pendant dazu. Also die innere Ordnung ist, zu überlegen oder sich selber ein Koordinatensystem zu machen, was hat bei mir Priorität? Ja? Priorisierung kann man dazu sagen, ja? Oder Priority Setting, wie auch immer. Englisch ist dann immer viel klüger, ja? Klingt so, ja. Und die innere Ordnung macht das geordnete Handeln überhaupt erst möglich. Ja, wenn man jedes Mal überlegen muss, was soll ich jetzt tun? Die Mama will einen rückrufen, ich treffe mich gerade mit meiner Frau, um Gottes Willen, was soll ich jetzt tun? Ja, dann schaltet sich meistens die innere Ordnung ein und man macht dann automatisch in einer Unfreiheit das Falsche oder in einer Freiheit das Richtige. Ja, weil nicht alles, was dringend ist oder drängend, ist eben auch das Richtige. Das ist die innere Ordnung. Die Kooperationsfähigkeit ist die Fähigkeit, mit einem Du umzugehen. Das ist der dritte Teil. Ja? Dieses, die Fähigkeit zu sehen, wie geht es dir, was möchtest du, was möchte ich, oh, das passt nicht zusammen, wie kommen wir zusammen. Ja, das hat sehr, sehr viel auch mit dem Herzen zu tun. Worauf ich jetzt hinaus will, ist die Selbsttranszendenz. Die Selbsttranszendenz gibt dem ganzen System Mensch eine Richtung. Ja? Das heißt, es
durch diese Richtung ordnet sich alles. Es gibt auch keine innere Ordnung ohne Selbsttranszendenz. Weil wenn es keine Selbsttranszendenz gibt, das heißt nichts Höheres, was der Mensch für wichtig erachtet als sich selber, dann hängt man eben immer in seinen eigenen Gefühlen und in seiner Ichhaftigkeit drinnen. Die Selbsttranszendenz ermöglicht uns eben auch einen Schritt zurückzutreten. Ja, und zu sagen, es gibt was Höheres und dieses Höhere ist in der klassischen Philosophie das Wahre, das Schöne und das Gute. Ja. Und das ist eben eigentlich Gott. Und deswegen ist es, tut es dem Menschen gut, religiös zu sein. Wir wissen ja heute aus sehr, sehr vielen Studien, dass religiöse Menschen weniger Depressionen haben, weniger Selbstmord, weniger Suchterkrankungen. Aber der Grund ist eben eigentlich dieses psychologische Phänomen der Selbsttranszendenz, die Fähigkeit, nach vorne zu schauen, ja? Nicht immer nach unten zu schauen, auf die eigenen Bedürfnisse, auf das eigene Bauchgefühl. Was will mein Bauch gerade, das muss ich jetzt tun, ja? Das ist die schlimmste Form der Unfreiheit. Also der Bauch selber ist nicht schlimm, sondern schlimm ist, wenn der Bauch sozusagen zum Herz und zum Kopf wird. Bauch selber hat eine ganz wichtige Funktion. Aber wenn alle drei ausgerichtet sind auf das Höhere, dann tun sich unheimlich viele Möglichkeiten auf. Ja? Dann hat der Mensch überhaupt Wahlmöglichkeiten. Ja? Dann kann er sich von sich selbst distanzieren. Viktor Frankl, der diese Selbsttranszendenz als erster entdeckt hat, ein Wiener Psychiater, hat gesagt, die Selbsttranszendenz hat ganz viel damit zu tun, dass man eine Selbstdistanz aufbauen kann. Ja? Das heißt, ich habe Bauchgefühle, zum Beispiel, ich habe gerade Wut auf meinen Partner, aber bevor ich ihm eine reinhaue, ja, oder ihm irgendwas Unfreundliches sage, denke ich drüber nach, hat das vielleicht nicht was mit mir zu tun? Ja, also bin ich vielleicht wütend, weil er vielleicht frecherweise die Wahrheit gesagt hat, zum Beispiel. Ne? Könnte ja auch sein. Ne? Die Wahrheit tut besonders weh übrigens. Ja? Das ist das Beleidigendste überhaupt, die Wahrheit. Ja? Die wollen wir gar nicht. Ja? Besonders verdrängte Wahrheit. Ja? Also ist das verständlich? Ja? Also diese drei, also das macht im Grunde den Menschen frei. Das ist eine Herzensfunktion schlechthin. Ja? Und wenn ich meine Handlungen ausrichte, eben nicht nach dem reinen Bauchgefühl, sondern nach der inneren Ordnung, nach der Kooperationsfähigkeit und nach der Selbsttranszendenz, dann entwickle ich mehr und mehr Freiheit in mir. Und so, nur so kann ich beziehungsfähig werden. Das ist das erste Kapitel. Okay, ich bin ganz brav in der Zeit. Ich bin über mich selbst überrascht. Gut, es gibt noch einen anderen Wissenschaftler, das war jetzt ein Psychiater, es gibt auch einen Psychologen, der heißt Martin Seligmann, der hat im Grunde dasselbe Phänomen beschrieben, allerdings mit ganz anderen Wörtern und einem ganz anderen Prinzip. Und er hat Aristoteles wiederentdeckt, das ist in der Psychologie im Moment sehr üblich, weil im Grunde wir eh schon alles wissen, aber es muss jeder immer neu formulieren und entdecken. Und Aristoteles redet ja vom geglückten Leben, Eudaimonie. Und das geglückte Leben besteht eben darin, Tugenden zu erwerben. Und die Tugenden ist nichts anderes, als ein Bauchgefühl zu entwickeln, das meinen Werten entspricht. Ja? Also im Herz sind die Werte. Und ich trainiere jetzt mein Bauchgefühl, dass ich das lustvoll erlebe, was meinen Werten entspricht, zum Beispiel die Wahrheit sagen. Es gibt Menschen, die können eigentlich nur die Wahrheit sagen, aber die sind nicht so geboren, die haben sich das antrainiert. Aber es gibt auch Menschen, die können nur die Unwahrheit sagen. Ja? Die können nur lügen, notorische Lügner. Bevor die nachdenken, ist das jetzt nützlich oder nicht, lügen sie schon, weil sie wollen einfach Unlust vermeiden. Lügen ist fast immer ein Unlust vermeiden. Ja? Das können wir. Und die Tugend besteht eben in der Wahrhaftigkeit. Ich sage die Wahrheit, auch wenn sie mir im Moment nicht nutzt. Weil das reine Nutzen, der Utilitarismus, wäre eben reines Kopfarbeiten in Kombination mit dem Bauch. Ja? Aber die Werte heißt gesunde Selbstwahrheit.
Distanz mit einer Selbsttranszendenz. Das Gute ist die Wahrheit sagen. Es ist auch gerecht übrigens. Ja. Und deswegen finde ich, dass sich diese zwei Forschungsstränge hier unheimlich toll die Hand geben. Ja, und das, was Martin Seligmann wiederentdeckt hat, sind eigentlich die Kardinaltugenden. Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß. Diese vier, Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß. Er sagt dann noch dazu die Liebe, gut, das ist relativ klar, und den Glauben. Ja, also diese sechs nennt er, also das wären die Kardinaltugenden und die göttlichen Tugenden eigentlich, interessanterweise rein philosophisch gesehen, die machen eben den Menschen frei, wenn man sie immer wieder trainiert. Aber zusammengefasst, der Mensch wird beziehungsfähig, wenn er ein Leben lang an sich arbeitet. Und wie macht man das? Indem man sich am Abend hinsetzt und überlegt, was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht und was möchte ich morgen besser machen. Und Sie werden sich wahrscheinlich wundern oder auch nicht, dass die meisten Menschen, wenn man ihnen die Aufgabe gibt, überlege mal, was du schlecht machst, dass denen im Grunde nichts einfällt. Warum? Weil es verdrängt ist alles. Ja. Gut, gehen wir mal zum zweiten Teil. Was ist jetzt mit Mann und Frau? Es gibt ja, wie Sie schon bemerkt haben, Männer und Frauen. Das ist ja heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr, dass sich das einer sagen traut. Und die unterscheiden sich, also das ist jetzt meine Gruppierung oder meine Systematik, in drei Ebenen. Unterscheiden sich Männer und Frauen überhaupt? Ja, Männer und Frauen unterscheiden sich insofern, als die Gaußsche Verteilungskurve unterschiedlich ist. Das müssen Sie sich so vorstellen. Ja, es gibt die Gaußsche Verteilungskurve kennen wahrscheinlich die meisten von Ihnen. Ja, also das heißt, die meisten Äpfel haben, ich weiß nicht, 300 Gramm. Ja, aber dann gibt es Äpfel, die haben einen Kilo und es gibt ganz wenige Äpfel, die wiegen kaum was. Ja, aber die meisten wiegen eben durchschnittlich viel. Ja? Und wenn man das jetzt vergleicht mit Birnen, Äpfel mit Birnen, ja, dann sehen Sie eine andere Gaußsche Verteilung. Ja? Und die durchschnittliche Birne hat sozusagen ein anderes, theoretisch jetzt ein anderes Gewicht als der durchschnittliche Apfel. Weiß ich gar nicht, ob das jetzt biologisch richtig ist, aber das ist mir wurscht. Worum es mir geht, ist dieser Unterschied. Ja? Und dieser Unterschied besteht zum Beispiel auch in der Körpergröße von Mann und Frau. Ja? Darf man sagen, Frauen sind kleiner als Männer? Nein, weil es gibt irgendwo auf der Welt eine Frau, die größer ist als irgendein Mann auf der Welt. Aber trotzdem gilt der Satz, Männer sind größer als Frauen. Man müsste halt präziserweise sagen, durchschnittlich. Okay? Und dieser Unterschied, der existiert nicht nur bei der Körpergröße zwischen Mann und Frau, sondern bei praktisch jedem psychologischen Parameter, den wir heute kennen. Und kognitivem auch. Das heißt, wir können, wenn wir das wissenschaftlich durchrattern können, sehr genau definieren, was ist eine eher männliche Eigenschaft und was ist eine eher weibliche Eigenschaft. Aber wenn eine Frau jetzt irgendwo eine eher männliche Eigenschaft hat, dann heißt das nicht, dass sie keine Frau ist. Ja? Sondern das Profil jedes Menschen ist sehr individuell. Aber insgesamt sind die Frauen halt eher weiblich und die Männer eher männlich. Das ist ja eigentlich alles sonnenklar und deppensicher, aber durch die Diskussion der letzten Jahrzehnte ist das sehr in Verwirrung geraten. Und jetzt würde ich Sie bitten, dass wir kurz ein Brainstorming machen. Tun Sie nicht viel nachdenken, versuchen Sie nicht politisch korrekt zu sein, sondern schließen Sie die Augen und überlegen, wenn Sie in der Straßenbahn fahren oder in Ihrer Erfahrung mit Brüdern, Schwestern, Eltern und sonst irgendwas, was sind eher männliche und was sind eher weibliche Eigenschaften? Männlich, sportlich. Sportlich. Mhm. Ich schreibe da jetzt einfach mit. Sport. Frauen reden, das ist sehr richtig. Frauen reden.
Ja. Männer sind eher ehrgeizig. Männer sind ehrgeizig. Ja, Frauen sind auch ehrgeizig. Okay, warten Sie mal, jetzt muss ich überlegen, wo das hinkommt. In meinem System Ehrgeiz, kommt eher da. Ehrgeiz, na, das ist so. Okay, was haben wir noch? Emotional. Frauen sind emotional, das stimmt. Emotional, ja. Bedacht auf das schöne ästhetische Frauen. Schön. Ja? Männer sind eher stur? Nein. Männer sind stur, Frauen. Also die. Also. Ja, das ist jetzt ein heikler Punkt. Ich habe vier Schwestern, das könnte ich jetzt nicht unterschreiben. Meine Frau ist gar nicht stur. Ja, stur. Na, tun wir es einmal daher, ja? Stur. Männer sind stur. Ich tue einmal zusammensammeln. Was haben wir noch? Da gibt es noch mehr. Aggressiv. Aggressiv. Ausgezeichnet. Aggressiv, ja. Männer. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ja, stark. Frauen sind feinfühliger. Yes, feinfühliger. Ja. Rational bei Männern vielleicht. Rational. Ja. Risikobereitschaft bei den Männern. Das stimmt. Also passen Sie auf, man kann das noch lang weiterführen. Was in solchen Gruppenarbeiten immer rauskommt, ist ungefähr so ein Muster. Ja? Und das verteilt sich in drei Dimensionen, die wir Mediziner immer so verwenden. Nämlich erstens einmal das somatische Element, also das Körperliche. Das ist jetzt nicht nur körperlich, sondern eben auch psychischerweise gilt einmal als somatisch. Dann das Emotionale, wir nennen das thymopsychisch. Und das Kognitive, das heißt, ist das noopsychische. Ja? Hier haben wir die drei Unterschiede zwischen Mann und Frau, und ich nehme das lieber rot. Das, was den Mann in der ersten Dimension, in der körperlichen Dimension ausmacht, ist Stärke. Stärke. Männer sind stärker als Frauen. Das klingt wie eine Banalität. Ich habe ein Buch über Männer und Frauen geschrieben. Ich habe 2 Jahre gebraucht, um darauf draufzukommen. Ja, weil ich wurde schon so brainwashed, dass man das nicht einmal denken bzw. schreiben kann. Ich habe es dann hingeschrieben und meine Lektorin hat geschrieben, das kann man so nicht sagen. Dann sage ich, Moment einmal, also das kann man schon so sagen. Ja, alle Weltrekorde, die mit Stärke einhergehen, sind von Männern aufgestellt. Ja, niemand von den Gleichberechtigungsfanatikern verlangt, dass Frauen endlich bei Männern mit Skifahren dürfen oder boxen oder sonst irgendwas. Ja? Weil sie würden einfach untergehen. Ja? Okay, ja, und das ist nicht soziologisch, sondern das ist einfach biologisch. Männer haben einen stärkeren Körperbau, haben mehr Muskeln, haben mehr Ausdauer. Sie sind aber auch psychisch stärker. Ja? Sie können mehr Krisen durchmachen. Sie sind sturer, ne, könnte man hier sagen. Das sind alles neuropsychologische Tests, die wir kennen und die auch in den letzten Jahren das gezeigt haben. Frauen, da ist ihnen nicht viel eingefallen. Aber ich würde sagen, gut, schön, kann man sagen, ja, aber ich würde sagen, Lebenssinn, ja. Wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, die sind sehr klein und unheimlich süß, also finde ich jedenfalls, da mache ich immer so kleine Studien zu sagen, wie viele Frauen, wie viele Männer drehen sich um, also nach den Kindern, ja, nicht nach mir. Und das ist ungefähr 5:1. Ja, also mit so einem seligen Lächeln 5:1. Ja, also 5 Frauen für einen Mann. Lebenssinn, ja. Der Lebenssinn für junge Tiere, für kleine Tiere, für Pferde, ja, für Kinder.
Ja, die Fruchtbarkeit hängt damit zusammen, ja, aber eben auch die Schönheit, ja, also das Leben feiern können. Auf der ganzen Welt, in allen Kontinenten, gibt es eben eine Kultur des sich schön machens bei den Frauen. Männer versuchen sich auch ein bisschen schön zu machen, ja, aber das ist immer relativ, sagen wir mal, rudimentär, ja, gegen das, was Frauen eben so aufführen. Ja, das ist jetzt das männliche Selbstvertrauen. Ja? Das hat dann nicht immer was mit der Wirklichkeit zu tun. Ja? Ja, ich hatte zum Beispiel, früher habe ich oder lange im Krankenhaus gearbeitet und mir ist relativ schnell aufgefallen, schon als junger Arzt, man braucht ja gar nicht die Augen aufmachen, man weiß sofort, ob man in einem Männer- oder Frauenzimmer ist, nach der Nase. Ja? Weil Männerzimmer fast immer stinken. Ja? Frauenzimmer, wirst du wahrscheinlich bestätigen können. Frauenzimmer stinken fast nie. Wenn Frauen mal stinken, dann sind sie entweder dement, schwer, depressiv oder sonst wie psychisch krank. Aber Männer stinken schneller mal. Also, weil sie, also das ist wirklich faszinierend, aber es gibt auch Männer, die nicht stinken. Wollte ich einmal gesagt haben. So, auf der zweiten, auf der thymopsychischen, das ist die Emotionalität. Ja? Da würde ich Frauen emotionale Intelligenz geben. Ja? Und das, was neurowissenschaftlich der wichtigste Parameter ist, ist die Empathie. Das heißt, die Fähigkeit, sich in den anderen einzufühlen. Hier sind Frauen den Männern so exorbitant überlegen, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Auch die Frauen können sich gar nicht vorstellen, wie sehr sich ein Mann nicht in jemanden anderen einfühlen kann. Das ist total faszinierend, ja. Und hier ist ein Loch, das ist kein Zufall, ja, sondern das ist tatsächlich wirklich so. Ja. Also das können sich auch Frauen kaum vorstellen. Reden wir mal über unsere Gefühle. Also wenn ich Frauen habe und die dann über ihre Depression reden, ja, depressive Frauen, dann sagen sie, wissen Sie, das ist die Welt ist eben, hat keine Farben mehr, sondern ist nur noch eintönig und ich bin traurig und ich bin lustlos und ich kann mich irgendwie nicht. Und sie schildert das in sehr vielen Farben und sehr vielen Worten. Ja. Der Mann sagt, mir geht schlecht. Dann sagt man, können Sie vielleicht noch einen zweiten Satz dazu sagen? Ja, mir geht's nicht gut. Okay, damit ist eigentlich alles gesagt. Ne? Also ne? Mehr gibt's dazu nicht. Ne? Das ist ein großes Dilemma zwischen Mann und Frau und deswegen natürlich will hier kein Defizit, habe ich lange überlegt und dann bin ich draufgekommen, man kann dem Mann schon was Gutes daraus machen, nämlich emotionale Stabilität. Weil es haut ihn halt auch so schnell nichts um. Weil er es gar nicht merkt. Ja? Oder weil es ihm nicht so wichtig ist. Ja? Auf jeden Fall emotionale Stabilität. Das ist ein ganz wichtiger Parameter. Auch für die Erziehung. Ja? Sie ist empathisch und er ist stabil. Na? Wie wir das nennen. Das ist sehr, sehr gut in der Kombination. So. Und die dritte Dimension ist die Kognition. Das ist wirklich ein ganz neuer Forschungszweig in der Psychologie. Es gibt eine eine Gehirnstudie, die zeigt, dass Männer und Frauen gleich intelligent sind, in der gleichen Zeit zu den gleichen Ergebnissen kommen, aber mit ganz anderen Hirnarealen. Mit ganz anderen Hirnarealen. Die Frau bemüht mehr oder weniger das gesamte Gehirn, der Mann bemüht einen ganz, ganz, ganz kleinen Teil, der halt genau dafür zuständig ist und der Rest des Gehirns wird abgeschalten. Ja. Bei Frauen ist es auch sehr konzentriert eben auf die Emotion oder ist stark mit Emotionen verbunden, beim Mann überhaupt nicht. Ja. Und deswegen kann man hier sagen, Kompetenz und Männer haben Systematisierung. Und das ist das, was mit rational hier gemeint ist. Ja? Die soziale Kompetenz bedeutet, ich denke immer vernetzt. Ja, ich denke immer
auch an die anderen. Ich denke, in Gruppen, Frauen können sich viel besser in Gruppen einbringen. Sie sehen auch viel besser, auch dadurch, nicht, dass sie sich überlappen. Sie sehen, wie geht es dem anderen, wie kann ich mit dem kommunizieren. Deswegen, weil sie auch mehr Emotionen haben, reden, das stimmt natürlich. Ja. Kommunizieren sie auch viel besser. In allen Intelligenztests sind Frauen in den sprachlichen Fähigkeiten den Männern haushoch überlegen. Ja? Aber natürlich, die üben das auch viel länger. Ja, wie ich jung war, gab es ja noch kein Handy und wir hatten nur ein Telefon, das an einem Draht hang, das können Sie sich gar nicht mehr vorstellen. Und das war genau vor meinem Zimmer. Und wie gesagt, hatte ich 4 Schwestern. Ich habe also ziemlich viel Telefonate meiner Schwester mitbekommen. Ja? Und da dachte ich mir, über was die Leute reden können, unglaublich. Ja? Und was denkt die über mich und so weiter. Und weißt du, was die gestern für einen Rock angehabt haben und so weiter. Aber am Ende des Tages ist es die totale Vernetzung. Ja? Wir reden halt, boah, super, der Ronaldo hat ein Tor geschossen, das war super, wie er das gemacht hat. Ne? Das ist irgendwie jetzt nicht so vernetzt. Ja? Was können die Männer stattdessen? Systematisierung. Männer machen aus allem ein System. Sie denken sozusagen in Systemen. Und das ist sehr effizient für viele Dinge, ganz besonders für Technik. Da funktionieren Systeme. Ja? Aber das funktioniert in ganz vielen Bereichen, sogar in der Psychologie. Sogar beim Kochen. Ja? Wer kocht besser? Schwer zu sagen. Also normalerweise kochen Frauen, aber die kochen anders als Männer. Ja, aber die Star-Köche sind meistens Männer. Warum? Weil sie einfach ein Riesensystem draus machen. Ja? Und dann tun sie die Milligramm miegen und so weiter. Ist natürlich total wurscht. Ja? In Wirklichkeit schmeckt genauso. Ja? Aber, und deswegen sind Männer eben so gerne die Spezialisten. Ja, auch aufgrund ihres Gehirns. Ja. Sie wissen alles von nichts. Ja. Das ist das Schöne. Ja. Während Frauen eben die Fähigkeit haben, alles abzudecken. Ja, ich hatte mal, und ich finde das auch so faszinierend, dass die Sehnsüchte zwischen Mann und Frau eben genau das beinhalten. Zum Beispiel hier, ich habe ja relativ viele Menschen, die eben einen Partner suchen. Und ich frage mal eine Frau, ja, wie soll er denn sein? Und sie sagt, er soll was können. Wurscht was, irgendwo soll er können. Ich möchte stolz auf ihn sein. Ne? Und das fand ich irgendwie so gut, weil er muss Experte in irgendwas sein. Ist mir wurscht was, aber irgendwas, ja, dann muss man dann, ne? Der linke Flügel der CC-Fliege, großartig. Ja? Wenn es irgendwo ein Problem gibt mit dem linken Flügel der CC-Fliege, dann ruft man ihn an, da ist er stolz drauf. Niemand meldet sich ein Leben lang, aber egal. Ja. Er ist der Experte für linker Flügel der CC-Fliege. Ne? Und das macht glücklich, das macht Frauen weniger glücklich. Die wollen dann auch irgendwann einmal Kinder haben zum Beispiel oder mit anderen Menschen reden, ja, oder sich überlegen, das ist beim linken Flügel egal. Ja. Und deswegen, verstehen Sie, also ich versuche das ja, ich male Ihnen jetzt sehr plakativ ein Bild, aber das ist das, was uns die Wissenschaft sagt. Aber was heißt das für die Paartherapie? Für die Paartherapie heißt das, dass sich die beiden extrem gut ergänzen. Fangen wir mit der Kognition an. Ja, Frauen denken eben sozial, denken, haben aber auch mehr Emotionalität, haben auch eben mehr Ängste, aber nehmen sehr, sehr viel wahr. Männer nehmen sehr viel weniger wahr. Ja, das ist eine sehr... Aber die zwei Arten zu denken, nämlich einerseits das Funktionale und andererseits eben das Personale, ja, so kann man es eben auch drehen, Personal und Funktional. Ja. Es gibt viele weltweite Studien, was interessiert Männer und was interessiert Frauen. Und Frauen interessieren sich immer für personale Berufe, ja. Männer eben für funktionale Berufe. Das macht natürlich ganz viel Sinn aufgrund dieser Gehirnstruktur. Und deswegen ergänzt sich das wunderbar. Man kann nicht gleichzeitig funktional und personal sein. Ja, deswegen ist es so schön, weil beide Wege führen nach Rom sozusagen, aber über verschiedene Stränge. Ja? Deswegen zwei Augen. Mit zwei Augen können wir dreidimensional sehen. Wenn Sie ein Auge zumachen, dann sehen Sie nur zweidimensional. Ja, nicht eindimensional, zweidimensional. Ja? Aber Sie sehen dreidimensional dadurch, dass die zwei Augen verschiedene Blickwinkel haben. Und genauso ist das mit Mann und Frau. Deswegen
Wenn meine Frau und ich zum Beispiel von irgendeiner Feier nach Hause kommen, dann tauschen wir unsere Eindrücke aus und das ist unglaublich befruchtend. Aber es ist nur dann befruchtend, wenn der Mann sagt, was kann ich von dir lernen? Und die Frau sagt, was kann ich von dir lernen? Ist das verständlich? Das ist die große Botschaft. Wir lernen voneinander. Ja? Auch emotional kann die Frau was vom Mann lernen. Ja? Wir haben alle gelacht über den armen Mann, aber in Wirklichkeit ist es so. Ja? Und auch hier ist es ein gegenseitig. Es ist eine Begegnung auf gleicher Augenhöhe. Wir hatten im 20. Jahrhundert die unselige Entwicklung des Genderismus, das war die Antwort auf den Biologismus, das waren beides Übertreibungen. Aber heute wissen wir, Mann und Frau ergänzen sich wahnsinnig gut, wenn sie wissen, wer sie sind. Und das empfehle ich Ihnen für Ihre Ehe, ja, dass Sie immer wissen, wow, ich kann mich auf deine Stärke verlassen und ich kann mich auf deinen Lebenssinn verlassen. Ja. Das ist auch bei der Erziehung wahnsinnig wichtig. Was heißt Lebenssinn und Stärke zum Beispiel? Nicht, wenn eine Frau schwanger wird, ist sie viel mehr schutzbedürftig als vorher. Aber sie ist vorher schon schutzbedürftig. Warum machen wir Frauenparkplätze? Weil Frauen schutzbedürftig sind. Nicht? Das gibt ja jeder zu. Ja? Aber gleichzeitig darf man das nicht sagen. Ja? Das ist absurd. Ja? Aber wenn sie dann kleine Kinder an der Hand hat, dann braucht sie auf jeden Fall einen Mann, der genug Stärke hat und nicht sagen, das geht mir alles nichts an. Ja? Das braucht sie. Und deswegen haben Frauen eben nach wie vor Sehnsucht nach einer starken Schulter, wo sie sich ausweinen können, weil er nicht weint. Ja? Er versteht das gar nicht so genau, warum sie jetzt weint. Und sagt, ja, dann wein halt. Ne? Kann ich mir ja nachher wieder abtrocknen. Ne? Und das tut gut. Ja, aber es tut nur dann gut, wenn es auf gleicher Augenhöhe geschieht. Ja, da wurde viel falsch gemacht in der Vergangenheit. Das ist jetzt neu, gleiche Augenhöhe. Was kann ich... Also sozusagen der Text ist, ich bin nur ein Mann, was kann ich von dir lernen? Aber er ist auch, ich bin nur eine Frau, was kann ich von dir lernen? Gleiche Augenhöhe. Ja? In dem Moment, wo er sagt, ich sag dir jetzt, weil du bist ja nur ein Mann, oder ich sag dir jetzt, weil du bist nur eine Frau, geht der Konflikt los. Und das ist der Geschlechterkonflikt. Der Geschlechterkonflikt passiert nicht, wenn man sagt, was kann ich von dir lernen? Ja. Was aber schon gar nicht funktioniert, ist, wenn einer sagt, ich bin zwar genetisch männlich, aber ich lehne meine männlichen Anteile ab und ich pflege jetzt meine weiblichen Anteile. Ja? Das funktioniert überhaupt nicht. Ja? Das sind jämmerliche Wesen. Ja? Und wenn zwei jämmerliche Wesen zusammenkommen, dann passiert partnerschaftlich gar nichts. Ja? Weil die Anziehung, das nennt man Eros. Das machen wir jetzt im dritten Teil. Eros. Ja? Eros ist die Anziehung. Es gibt eben drei Anziehungsarten, drei Arten, wie man beglückt ist vom jeweils anderen, nämlich körperlich, das glaube ich, muss ich nicht näher erklären, emotional, wow, sie ist so emotional oder er ist so stabil, das ist einfach super, ja, wieso wackelt der nicht, ja, und eben drittens die verschiedenen Arten zu denken, das ist anziehend, ja, weil uns fasziniert immer das andere, ja, das heißt, die große Botschaft von dieser Seite ist, seien Sie ganz männlich, wenn Sie ein Mann sind, und seien Sie ganz weiblich, wenn Sie eine Frau sind. Ja, je weiter Sie rausgehen in dieser Schaukel, umso besser können Sie schaukeln. Ja, wenn beide in der Mitte sind und der Mann versucht, die bessere Mama zu sein, dann klappt es nicht. Das funktioniert nicht. Ja? Und man wird eben auch am anderen, also ich werde an meiner Frau zum Mann und später eben auch zum Vater. Ja, man wird... Ja, das ist, Martin Buber sagt, am Du wird man zum Ich. Ja? Aber ich finde, an der Frau wird man erst so richtig zum Mann. Ja? Da entwickelt sich das, weil dann erkennt man ja Stärke, emotionale Stabilität und Systematisierungsfähigkeit. Das hat einen Sinn. Ja? Das macht Sinn. Und umgekehrt macht das auch Sinn, wenn es nicht nur Frauen auf der Welt gibt. Ja? Wenn es nur Frauen auf der Welt gibt, dann ist die Hölle los. Ja? Weil meine Schwester waren teilweise in Mädchenschulen, da ist wirklich, das ist nicht lustig, aber in der Kommunikation, im Austausch zwischen den beiden, klappt es hervorragend. Und jetzt schauen wir uns im letzten Teil an, warum es dann manchmal nicht hervorragend klappt. Und zwar,
Kopf, Herz, Bauch. Kopf, Herz, Bauch. Bub, Mädchen, ja? Hier haben wir drei Ebenen. Die erste Ebene ist die Ebene des Eros. Eros ist eine Anziehung zwischen Mann und Frau, die ich mir nicht aussuche, sondern die da ist. Dieser Eros hat drei Dimensionen, das haben wir schon besprochen, die körperliche Dimension, die emotionale und die kognitive. Ja, also das heißt, man muss nicht schmusen, um sozusagen den Eros zu zelebrieren. Man kann auch miteinander reden und es ist irgendwie sehr beglückend. Das ist Eros. Eros ist nicht Erotik, ist nicht dasselbe. Ja? Aber es ist eine Form der Liebe, die alleine nicht haltet. Die zweite Form ist die Philia. Ja, die Philia ist die Freundschaft. Freundschaft heißt miteinander reden, Austausch dessen, was man denkt und dadurch näher kommen. Ja, Freunde haben gemeinsame Interessen, Freunde müssen Zeit miteinander verbringen, sonst funktioniert Freundschaft nicht im Gegensatz zur Verwandtschaft. Verwandt ist man immer. Aber die große Form der Liebe ist die Agape. Und da müssen wir hin. Das ist der Sinn auch dieses Seminars. Ja, vom Eros über die Philia zur Agape, das ist das Prinzip. Sie sind alle wahrscheinlich relativ verliebt ineinander. Ja, das ist ein Anfängerproblem. Ja, ja, das wird sich, deshalb lachen sie sich dort. Nein, stimmt's nicht? Genau so. Ne? Das ist, am Anfang ist das eben so. Ja. Aber man kann natürlich jetzt den ganzen Tag herumschmusen, kann man. Aber man könnte auch einmal miteinander reden. Das ist eine gute Sache. Ja. Ja, das ist Philia. Ja, und irgendwann einmal kommt es zur Agape. Und das ist, wenn man sich vom Herzen her entscheidet. Ja, ich nehme dich an als meinen Mann. Ja, ich nehme dich an, ich will. Ja, das Wort Ja, das ist unfassbar. Was das für ein tiefes Wort Offenheit ist, Ja. Ja, in guten und in schlechten Tagen. Sagt der Eros nie. In schlechten Tagen bin ich weg, sagt der Eros. Ja. Deswegen, ich spüre nichts mehr, ist überhaupt kein Argument. Ja, jetzt löst sich das auf, was ich am Anfang so salopp gesagt habe. Ich spüre nichts mehr heißt, okay, du bist noch auf der ersten Stufe. Na, wie wäre es einmal, wenn du mit deiner Frau redest und irgendwann einmal in die Agape kommst. Die Agape ist eben, auch wenn du, also ich, es ist ein Blödsinn zu überlegen, also viele Frauen fragen ihre Männer, warum liebst du mich eigentlich? Das ist die Killerfrage schlechthin. Ja? Also einfach nicht sagen, ich sage nichts ohne meinen Rechtsanwalt. Ja? Das ist ja, warum liebst du mich? Und was man sagt, ist dann falsch. Ja? Wenn man sagt, ja, du hast so schönen Hintern, aus. Ja? Weil der Hintern ist ja morgen vielleicht nicht mehr schön und aus. Also geht nicht. Man weiß auch nicht, warum man einander liebt. Erstens einmal ist ja Eros hauptsächlich unbewusst. Aber vor allem entscheide ich mich am Ende für einen Menschen und dann sind die Argumente nicht relevant. Ja, das ist eben. Und das heißt, ich nehme dich an als meinen Mann oder als meine Frau in guten und in schlechten Tagen bei Gesundheit und Krankheit, bis dass der Tod entscheidet. Das macht Sinn, verstehen Sie? Das ist eine endgültige Entscheidung. Und wenn dir die Haare ausfallen, bleibe ich bei dir und sogar die Zähne, ja, bleibe ich bei dir. Und wenn du 100 Kilo zu, naja, also, oder 10 Kilo zunimmst, 20 vielleicht, ja, auch, ja, in guten und in schlechten Tagen. Also das ist der große Punkt. Ja. Also sich, also wie gesagt, am Anfang ist es so leicht, da fließt es von selber. Und viele Paare sind so dumm, dass sie diese Zeit nicht nutzen, um in die Tiefe zu gehen. Ja, und in die Tiefe gehen ist eben mehr zu tun, als nur sich gegenseitig zu streicheln. Das ist auch schön, das ist schön, ja. Aber das hält nicht, weil Eros, also C.S. Lewis sagt einen sehr schönen Satz über den Eros, hat ein Buch geschrieben über die Formen der Liebe und da bringt er eben diese drei Arten auch. Und er sagt, Eros macht Versprechungen, die er von sich aus nicht halten kann. Ja. Also Eros sieht die Frau seiner Träume und sagt nach einer Woche, ich möchte dich heiraten. Ja? Das meint er nicht ernst. Ne? Aber er meint es irgendwie, er fühlt es so und deswegen sagt das auch. Ja?
Und er kann sie später auch heiraten, aber er schafft das nur mit der Agape. Zumindest auf Dauer. Ja? Oder ich möchte ein Kind von dir. Ja, das ist etwas, was mehr braucht. Ja, weil ich möchte im Moment ein Kind von dir, aber morgen ja, möchte ich vielleicht ein Kind von einem anderen. Teurer Spaß. Ja? Aber außerdem eben haltet nicht, dass die Sehnsucht jedes Menschen ist, mit seinem Ehepartner alt zu werden. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der gesagt hat, ich möchte für die nächsten 5 Jahre jemanden, mit dem ich zufrieden bin, und dann suche ich mal einen anderen. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Ja. Dieses Konzept von Patchwork und wechselnden Lebensabschnittsdingen, das ist nur ein Zugeständnis an Scheitern. Aber das, was in uns ganz tief drinnen ist, ich möchte mit dir alt werden, das sagen die Leute, ich möchte mit dir alt werden. Das ist so, ich finde, das ist so ein schöner Satz, weil er auch so also ideologisch unverfänglich ist. Und das ist eben die Agape. Ja. Ich möchte mit dir alt werden, du bist eben dann auch alt, ich bin auch alt, ich habe einen Hängebauch und alles Mögliche, aber wir sind dann irgendwie an den dritten Zähne und so weiter. Ja, alles gut, ja, aber wir sind noch immer zusammen. Ja? Das wollen wir hier vertiefen. Ja, wie komme ich vom Eros in die Philia und wie komme ich in die Agape? Aber das Erste ist, dass man den Eros nicht eben maximal zelebriert, nicht allem nachgehen, was der Eros will. Weil der Eros ist Lustmaximierung und Unlustvermeidung. Ja? Ich gehe jetzt nicht mehr arbeiten, sondern ich gehe nur mehr mit dir spazieren. Ja, das wäre Unlustvermeidung. Lustmaximierung, das geht nicht lange gut. Ja. Eros allein kann keine Stabilität zwischen Mann und Frau schaffen, sondern das schafft im Grunde eben nur das Herzen, die Herzenshingabe, die Agape. Ja. Und jetzt die Fähigkeit, wirklich zu lieben, also mit dem Herzen zu lieben, besteht eben darin, über seinen Schatten springen zu können. Und dort, wo nach meiner Erfahrung es am schwersten ist, über seinen Schatten zu springen, ist die Schuldfrage. Die Schuldfrage. Die meisten Streits haben eben damit zu tun, es ist was schiefgelaufen und wer ist schuld? Schuldfrage. Und unsere natürliche Tendenz ist Lustmaximierung und Lustvermeidung. Bedeutet, Unlustvermeidung ist Schuldverdrängung. Ich bin nicht schuld. Und Fremdbeschuldigung, wer andere ist schuld. Und wer ist dann schuld? Eben der Partner. Ja? Dieses, versteht ihr, das haben wir ganz tief in uns. Ja? Schuldverdrängung und Fremdbeschuldigung. Ich bin nicht schuld, ich kann nicht schuld sein, weil ich bin eben nie schuld. Und deswegen bist natürlich du schuld. Ja? Und es gibt Menschen, die so durchs Leben gehen. Ja? Und die eben nicht fähig sind, um Verzeihung zu bitten. Weil der Bauch sagt, nie im Leben. Niemand hat Lust, um Verzeihung zu bitten. Das ist nicht lustvoll, das ist keine Lustmaximierung. Ja? Nicht einmal bei Sadomasochisten ist das lustig. Ja? Das ist nicht lustig. Das ist eine über den Schatten springen, das kann ich nur mit dem Herzen. Ich kann sagen, ich habe das schlecht gemacht, ich habe dir wehgetan, bitte dich um Verzeihung. Das ist ein Schlüssel. Ja, dass man im Moment, in Rage, ja, also man streitet gerade mit dem anderen, wenn man so blöd ist, dass man überhaupt streitet, am besten man streitet nicht, aber wenn man streitet, streitet man meistens mit dem Bauch. Denken tut man ganz wenig. Gut, das Denken ist sowieso nicht so. Aber man ist in der Haltung, in der inneren Haltung, ja, in der Philosophie heißt das Habitus, im inneren Habitus hat man eben noch nicht diese Tugend der Zurückhaltung, zu sagen, okay, wenn ich jetzt mit meinem Ehepartner in Streit gerate, dann muss ich überlegen, was mache ich falsch. Diesen Habitus, den kann man sich erarbeiten. Ja? Streit mit meiner Frau, Zurückhaltung, was mache ich falsch, sind es die falschen Worte, was kann ich besser machen. Und natürlich ist es gut, wenn sie dasselbe macht. Ja?
Also wenn er ständig sagt, was mache ich falsch, und sie sich überlegt, was machst du falsch, ja, dann wird es asymmetrisch. Ja. Sondern jeder kehre vor seiner Türe. Das sage ich allen meinen Paaren. Jeder kehre vor seiner Türe. Und am Anfang mache ich immer so einen Test bei den Paartherapien. Wie sind das ungefähr? Wie schätzen Sie denn die Schuldfrage ein? Und manche Leute fallen mir dann voll drauf rein und die sagen, ja, 80-20 oder so, er zu 80 und ich zu 20. Und wenn ich dann frage, und Sie zu 20, was soll das heißen? Naja, eben, weil ich so bescheiden bin und so selbstkritisch. Deswegen sage ich 20, eigentlich ist es eh 100-0. Ne? Und, also ich erzähle das jetzt lustig, aber es gibt viele Menschen, die ticken wirklich so. Die sind einfach noch voll in der Verdrängung drinnen. Ja? Und das ist das, was wir lernen müssen. Die Bitte um Verzeihung, weil das ist eben die Fähigkeit, sich eben auch, nachdem ich den anderen gedemütigt habe, in die demütige Position zu gehen, ja, um gleiche Augenhöhe wieder zu schaffen. Das macht eine Partnerschaft stabil.